Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Smux Challenge. Und heute Leute, müssen wir mal was schaffen. Und zwar muss ich mich erstmal richtig hinsetzen hier. So, das ist mal der erste Punkt. Ich bin mir nicht sicher, ob das Mikrofon noch eingesteckt ist, weil der Mikrofonstecker ist zu locker. Und hier wird ständig dran geruckelt und so weiter und so fort. Aber ich hoffe mal, man hört mich noch. Wenn ich mal heute stumme LP, das geht ja auch mal. Was ich gucken wollte, war, für die Pferde, ne? Und so weiter. Pferde. Minecraft. So, pass auf. Da kommt jetzt Pferd, Minecraft-Wiki. Minecraft-Wiki. Zähmen. Hier brauchen wir eine Leine. Und ich würde gerne mal wissen, wie man eine Leine macht. Ach, mit einem Schleimball. Warte mal, wir haben noch einen Schleimball. Ach ja, siehst du, jetzt weiß ich, warum wir den hatten. Den brauchen wir eigentlich noch, aber... Naja. Schleimbälle sind sowieso überbewertet. So, da brauchen wir 4 Strings, einen Schleimball. Dann haben wir 2 Leinen. Und dann können wir hier so eine kleine Ausfahrt machen. Zack. Und dich leinen wir mal hier an. Und dann bleibst du da mal stehen. Okay. Und wir taufen dich Ernesto. Punkt. Okay, was wollte ich jetzt machen? Achso. Kartoffeln anpflanzen wollte ich machen, ne? Glaube ich. I think so. Da brauche ich Erde. Erde. Gib mir das Erde. Gib mir das Erde. Gib mir das. Gib mir das. Gib mir das. Erde. 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 Okay, hier dürfen wir maximal 4 weggehen. Das heißt, wir haben 3 Felder Platz. Ah, ne, warte mal, die hier nicht mehr. Ach komm, wir machen die noch hin hier. So. Wir haben jetzt eh nicht so viel dabei. Dabei. Pflanzen wir hier ein paar Kartoffeln an. Potato. Zack, und die können hier ein bisschen wachsen. Und gebackene Kartoffeln geben ja eigentlich, habe ich gehört, ganz gut HP wieder. Beziehungsweise Hungerpunkte. Da könnte man ja auch HP nennen. Oh, naja, ihr wisst, was ich meine. Zack, legen wir mal hier rein. Und essen wir mal ein paar Äpfel. Äpfel sind nämlich gesund. Und was schlagen wir denn vor? Machen wir denn heute? Gute Frage. Finde einen Dungeon, finde Melonsamen. Wir müssen ja noch eigentlich so viel machen, ne? Zuckerrohr müssten wir auch noch holen, dann irgendwann mal. Ich finde Netherwarzen. Wir können mal in den Nether eigentlich gehen. Können wir theoretisch wirklich machen. Das ist eigentlich sogar eine gute Idee. Würde ich sogar für eine gute Idee halten. Pferd, du kommst nicht mit. Du bleibst da. I'm sorry. So, rein hier. In den Nether. Oh, hier ist so dunkel. Okay. Mit diesem flubbernden Geflubber hier, nicht klar. Wir bräuchten eine Netherfestung und natürlich eine Wegmarkierung. Und das würde ich doch gerade mal mit Fackeln lösen. Ah, ich sehe schon. Das wird nicht einfach. Meine Netherfestung überhaupt zu finden, wird nicht einfach. Hilfe. Warte mal, nee. Ich muss hier oben drauf. Okay, das wird verdammt schwierig. Ich sprach eben noch von nicht einfach. Jetzt spreche ich schon von verdammt schwierig. Also, da erkennt man eine Steigerung. Okay, wir müssen hier runter. Dazu müssen wir uns runterbauen. Zack. So. Oh Gott. Okay. Ich baue hier jetzt einfach mal eine Treppe nach unten, sollte man erkennen. Und ja, auf gut Glück, ne?
Man sieht auch so schlecht hier. So Sichtweite 20 Meter. Nee, also hier in der Niederfestung filmen wir hier. Ja, oh meine. Wird schwierig. Dazu müssen wir erst ein bisschen Netherrack abbauen, weil wir brauchen ja irgendwas, um uns rüber zu bauen. Und by the way, ich habe die Zeit nicht mehr im Auge. Shit. Setzen wir jetzt einfach mal hier den Counter nochmal auf. Ich weiß nämlich jetzt gar nicht mehr, wo wir angefangen haben. Ich muss dann gleich mal das Fenster verkleinern, dann habt ihr schwarze Balken, aber ich habe die Uhr im Auge. Und da sind wir doch alle glücklich. Nicht. Naja. Ich nehme das Netherquarz mit. Und ich höre Ghasts, ne? Und wenn ich Ghasts höre, dann werde ich automatisch verrückt. Seht ihr da hinten eine Netherfestung oder so? Ich sehe sie nicht. Wir müssten hier mal so... Vielleicht markieren wir uns den Weg einfach mit Cobblestone. Das ist doch eine super Idee. Boah. Mega Jump. Okay, warte mal. Wir bauen uns... Hier nämlich noch nach oben. Ich musste so aufpassen. Ich muss mich auch gerade so konzentrieren. Damit man hier nicht irgendwo runterfällt und elendig verreckt oder sowas. Ihr wisst ja, das geht immer ganz schnell, liebe Kinder. So. Ja, ich nehme jetzt noch Fackeln. Soweit sie noch reichen. Und schon muss ich zurück. Obwohl, wir können noch... Ein Stückchen können wir noch gehen. Bisschen Cobblestone haben wir noch dabei. Obel. Kobel. Ach du Scheiße, der Nether ist so groß. Fällt mir jetzt das auf. Ne, warte mal. Wenn wir hier rüber gehen. Hier muss noch ein Cobblestone hin. Also eigentlich muss da ja alle 5 Meter hier ein Cobblestone stehen, weil sonst finde ich mich hier gar nicht mehr zurecht. Aber wenigstens kommen wir voran. Auch mal eine gebackene Potato. Kann man auch mal machen. Oh, oh. Das wird lustig. Also ich habe auch noch nie so einen Menschen gesehen, der so verpeilt ist wie ich. Und ohne Cobblestone im Nether nicht mehr klarkommt. Oh, weißt du? Hier musst du schon wieder runter. Das ist so verschissen. Scheiße. Quasi. Ich muss gerade mal... Warte mal. Sorry, dass ihr das Bild gerade so klein seht oder beziehungsweise gar nicht. Warte, es ist gleich wieder da. Jetzt ist wieder da. 8 Minuten. Okay. Ach, das bringt ja gar nichts hier. Ich müsste mich eigentlich runterbauen, aber ich will nicht. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal zurück. Und lasse den Nether scheiße sein, wie er ist. Und muss erstmal jetzt was anderes machen. Aber wenigstens habe ich mir Cobblestone gesetzt, ja. Kann man jetzt mal nichts sagen. Okay. Aber man erkennt wenigstens einen Weg. Das war das Hauptziel. Dass man wenigstens einen Weg erkennt. Seht ihr das, wie schnell man hier einfach Hunger verliert? Das ist doch unnormal. Jetzt habe ich 2 Hungerkolben verloren. Einfach mal so durch 10 Sekunden sprinten. What the fuck? 3 fast. Alter, ganz ehrlich. 3. Wo geht's denn jetzt weiter? Hier hoch. Okay, da hinten ist das Portal. Hier 4 Hungerkolben jetzt weg. Gleich 5.
Durch das bisschen Springen, jetzt sind es 5. Unnormal. Naja, wir haben ja wenigstens Kartoffeln. So. Pferd. Hier sind noch Karotten. Hier wächst auch nichts weiter. Naja. Aber wir haben ja hier noch welche drin. Können wir schlafen? Schlafen. Schlafen ist immer gut. Muss ich gleich auch nochmal machen. Also Real Life und so. So. Wie viele Minuten haben wir denn? Ich muss jetzt immer auf die Uhr gucken, weil ich jetzt echt keinen Timer gestellt habe. Ich voll Nuss. Voll Nuss. Naja. Ich gucke mal noch so nebenbei hier auf den Bildschirm, was man denn noch so machen kann. Ich habe einen Enderman gehört. Baue einen Trank der Unsicht. Braue, nicht baue, Alter. Finde Netherwarzen. Das muss ich alles in der Netherfestung machen. Das muss ich alles in der Netherfestung machen. Crafte. Alter, steht nicht. Fange jeden Fisch steht da, meine Güte. Meine Güte. Jetzt hört man auch noch wieder. Oh Gott, oh Gott. Vielleicht sollte man auch mal das Haus noch ein bisschen ausbauen. Ich weiß ja nicht. Das ist schon ein bisschen schäbig. Vielleicht mal eine Doppeltür oder sowas. Wir machen. Lass uns doch gerade mal. Ja. Bisschen. Großzügig sein. So. Einfach nur ein bisschen. Ach, hier ist noch nicht mal. Wir haben hier einfach nur wirklich das blanke. Boah. Das ist ja richtig. Bäh. Naja. Vielleicht machen wir hier den. Vielleicht integrieren wir einfach den Stall für unser Pferd noch mit hier rein. Das wäre doch super schön. Pass mal auf. Was ich hier für Ideen habe. Zack. Wir integrieren hier einfach den Pferdestall mit rein. Das wird einfach eine super Idee. Wird zwar ein bisschen eng alles, aber gemütlich. Gemütlich. So. Kennt ihr das eigentlich, wenn man so, je enger irgendwie, also bei mir ist das zumindest ein Raum, wenn man jetzt natürlich irgendwie Klaustrophobie hat oder sowas. Ist das natürlich nicht so cool, aber wenn man, bei mir ist es so, je kleiner so ein Raum ist, wie zum Beispiel mein Zimmer so, desto gemütlicher wird es einfach. Weil es ist einfach so, hier steht mal was rum und da steht mal was rum und, ach ja, immer und überall ist was. Finde ich cool, ganz ehrlich. Nee, warte mal, wir müssen doch hier so eine klare Abgrenzung machen. Kommt in die Workbench hin? Die Workbench hier. So, dann gehen wir hier so durch. Finde ich eigentlich ganz cool. Zack, 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 zack. Und hier einen Zaun. Ein Zauntor, bitteschön. Und hier machen wir eine Treppe. Ja, easy. Machen wir hier so eine Treppchen. Zack. Haben wir hier noch Treppchen drin? Nö, haben wir keine Treppchen mehr. Treppchen. Dämlichste Wort ever. Oh, machen wir hier. Zack. Stehst mir im Weg. Eisengolem. Des Todes. Pferd. Ja, ich weiß, du drehst voll durch, weil du jetzt ein neues Zuhause bekommst, aber... Du musst doch ein bisschen aushalten. Okay. Ja, dann machen wir das doch hier so mit... total geilem Dach. Was ist da los? Aber so offen? So offen ist auch scheiße. Weil hier kann ja jeder reinlatschen. Das ist natürlich auch nicht schön. Und vielleicht machen wir auch hier so ein bisschen monstersicher. Dass hier einfach nicht jeder hoch kann. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich habe da so ein paar Ideen gerade.
Aber die kann ich auch jetzt nicht verwirklichen, weil die Folge vorbei ist. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dann, haut rein, macht's gut und ciao. Meister, ne?